Moin Leute, ich bin hier heute im Leica Store Nürnberg und bin ehrlich gesagt noch ein bisschen stolz, weil gestern wurde hier die Seafarers-Ausstellung eröffnet mit meinen Bildern aus dem Projekt mit den Containerschiffen. Ich bin ganz begeistert, weil die Bilder der Ausstellung, die hat der Galerist hier nochmal zusammengetragen und dann auch in eine seiner Meinung nach sinnige Reihenfolge gebracht. Und ich muss sagen, als ich dann die Bilder das erste Mal gesehen habe, wie sie an der Wand hängen, fand ich schon ganz beeindruckend, weil durch diese neue Zusammenstellung ergab sich auch nochmal ein ganz neuer Zusammenhang. Und das hat mich zu einem Thema gebracht, und zwar, ob es besser ist, in Einzelbildern zu denken oder vielleicht auch in Serien. Manche Bilder funktionieren ja vielleicht als Einzelbild gar nicht so gut, weil sie nicht im ersten Moment so BÄM machen. Das sind so diese typischen Instagram-Bilder, die müssen halt beim ersten Mal gleich knallen. Aber es gibt ja auch ganz viele Bilder, die vielleicht nicht so wahnsinnig bildgewaltig sind, wenn man sie aber richtig arrangiert und in die richtige Reihenfolge bringt, sie viel länger zum Verweilen einladen und dann auch eine ja, viel stimmigere und vor allem für den Betrachter viel spannendere Story ergeben. Ja, und das war halt für mich nochmal eine ganz tolle Erfahrung und ist vielleicht auch mal ein ganz kleiner Denkanstoß für euch da draußen. Überlegt doch mal, ob ihr immer nicht so sehr in Einzelbildern denkt, die man vielleicht für soziale Medien macht, sondern überlegt mal, ob es nicht teilweise spannender ist, Bilder zu machen, die insgesamt eine Serie ergeben, wo es dann auch mal absolut in Ordnung ist, wenn das Einzelbild nicht so heraussticht. So, und ich glaube, jetzt belohne ich mich erstmal. Wissen Sie was? Heute belohne ich mich. Einpacken. Haben Sie noch eine andere Karte? Wieso kackst du da und stehst? Nee. Beste Szene. Beste Szene. Super.